بالمؤمنين رؤوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Allah سبحانه وتعالى sagt in den Gläubigen رؤوف. Also das Wort رؤوف ist so schön auf Arabisch. Ich, والله, wenn ich das auf Deutsch, ins Deutsch übersetze, dann verliert den, wie gesagt, ihren Wert. Rahim. Allah ist Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Allah sagt, Muhammad zwischen euch ist Rahim. Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi, er ist zwischen euch ein Rahim. Liebt euch. Er hat Geborgenheit zu euch. Er hat eine Barmherzigkeit zu euch. Er kommt zu euch und sagt, wer behauptet, dass er mich liebt und hasst Ali, er lügt. Wer Fatima zornig macht, macht mich zornig. Würdest du das schaffen, Fatima zornig zu machen? Würdest du das schaffen, das Gegenteil zu machen, was Rasulullah dir anbietet? Dass er für dich gekommen ist, um zu sterben. Wie eine Kerze, die sich schmelzen lässt, abschmelzen lässt, nur damit sie dir ein bisschen Licht gibt. Und Rasulullah kommt und erleuchtet uns diesen Weg und sorgt dafür, dass wir nicht verloren gehen, indem er seinen Cousin Ali Salamullah Ali, sein Cousin, in Anführungsstrichen, nennen wir nicht, wie der das behauptet hat, sein Cousin Ali und sein Bruder Ali Salamullah Ali, in viele praktizierende Taten, die er gezeigt hat, in Mu'ahat al-Kubra, in Mu'ahat al-Sughra, in jede Bewegung hat er gezeigt, die Liebe zu Ali Salamullah Ali. Stell dir mal vor, ein paar Leute haben sich beschwert, nur weil das Ali Salamullah angeblich, er hätte ein bisschen mehr von der Beute von Jemen genommen hätte. Angeblich. Die kommen und reden, sie flüstern miteinander. Und Rasulullah hört das Wort Ali Salamullah, dass sie gegen Ali geredet haben. Derjenige, der das erzählt, in Muhsin Ahmad bin Hanbal, er sagt, ich sah diesen Zorn in den Gesicht des Propheten, der war so rot geworden, wo wir von Ali a.s. geredet. Und er sagt, warum stört ihr mich, warum belästigt ihr mich, indem ihr Ali a.s. belästigt? Warum verlässt ihr mich, verletzt ihr mein Herz, indem ihr Ali a.s. erwähnt? Habt ihr nicht gehört, dass er von mir und ich bin von ihm? Habt ihr das nicht gehört, dass er von mir ist und ich bin von ihm? Möge Allah denjenigen, die ihn zornig machen, mit ihnen zornig werden. Guck mal. Das heißt, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sich gequält dafür, dass die Leute alle lieben. Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er hat sich geopfert. Wofür? Was ist das für eine Liebe zu Ali sallallahu alaihi wasallam? Allah subhanahu wa ta'ala in Hadith al-Qudsi, in Hadith al-Qudsi, von hanafitischen Quellen. Der größte Mazhab al-Sunnah wal-Jama'ah, hanafitische Quellen, was sagt er? Sagt Allah subhanahu wa ta'ala hat angegeben bei den Engeln, bei Jibril und Mikael. Hat angegeben. Womit? Mit der Liebe von Ali zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Indem Ali sallallahu alaihi sich in dem Sterbebett lag von Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Opferbett, sagen wir, lag er sich dafür, dass die Männer, die Rasulullah oder die Mushrikin, die Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umbringen wollten, dass er ihn vorher umbringt. Hat sich versteckt, er hat nicht sein Gesicht gezeigt, das heißt, hihi, ich bin da oder so. Nein, er hat sich unter dem Bett und der Bettdecke versteckt und sie kommen und sie hören nur seinen Atem. Von Imam Ali sallallahu alaihi. Und sie wollten ihn erstecken, sie wollten ihn umbringen. Einer sagt, pass mal, warte mal. Nimmt er die Decke ein bisschen weg und sahen sie, dass Ali alaihi salam dahin. Und Allah schickt ein Vers. Manch einer verkauft sich für die Zufriedenheit Gottes. Fragte Allah subhanahu wa ta'ala in Hadith Qudsi. Adam, er fragte er, Jibril und Mikael. Das sind Brüder. Wie Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bruder von Ali sallallahu alaihi. Er sagt, wer würde von euch sein Leben für den anderen opfern? Die haben gezögert. Er sagt, da ist jemand auf der Erde, der das für Muhammad sallallahu alaihi gemacht hat. Geht mal zu ihm herab und nimmt ihn in Schutz. Und deswegen sagt Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, als die Mushrikin gekommen sind, stand Mikael vor den Füßen von Ali alaihi salam und Jibrail vor dem Kopf. Wo er da im Opferbett, nennen wir das, wo er im Opferbett gelegt hat, um Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in Schutz zu nehmen. Damit er die Mushrikin täuscht, dass sie Rasulullah nicht verfolgen. Nicht hinter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rennen, um ihn umzubringen. So weit geht die Liebe von Ali sallallahu alaihi zu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und so weit geht die Liebe von Muhammad sallallahu alaihi wasallam
zu Ali, salamullah alayhi, was Jibril nicht geschafft gegenüber Mikael zu machen und was Mikael nicht geschafft hat gegenüber Jibril alayhi salam zu machen. Hat Ali, salamullah alayhi, geschafft für Muhammad, salamullah alayhi salam. Und daher sagt Rasulullah, salamullah alayhi, salamullah alayhi, sagt Ali, anta achi fi dunya wal akhira. Ali, du bist mein Bruder in Dunya und in Akhira. Stell dir mal vor, Rasulullah war ein Einzelkind. Hat er seine Mutter verloren, hat seinen Vater verloren und er war ein Yatim. Er hat keinen Bruder gehabt. Aber an Qiyama lernst du einen Bruder kennen. Was sie damals nicht wahrnehmen konnten, wo Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zwischen Ansar und Muhajirin eine Brüderschaft geschlossen hat, eine Brüderschaft zwischen Ansar und Muhajirin, da wo die Ansar gewartet haben, wo die Muhajirin mit Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ausgewandert sind und die Ansar standen dort und haben sie auf Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam gewartet. Diese Ansar, die Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam zum Sieg gebracht haben, diese Ansar, die sich wirklich für Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam geopfert haben, natürlich nicht alle, aber viele. Und die Leute, die mit ihnen ausgewandert haben. Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, er sah diese Distanz zwischen Ansar und Muhajirin. Und deswegen hat er eine Brüderschaft geschafft, also geschlossen zwischen Ansar und Muhajirin. Er ließ zum Beispiel X mit Y eine Brüderschaft abschließen, sich jeder, also die gegenseitig umarmen und sagt zu ihm, du bist ein Bruder von mir, du bist mein Bruder in Dunya und Akhira. Und Ali, salamullah alayhi, stand, hat gewartet, mit wem willst du mich jetzt Bruder machen, ja Rasulullah. Er hat geschafft, alle, und Rasulullah steht so traurig. Und was ist mit mir, ja Rasulullah? Er sagt, nein, ich habe dich zurückgelegt für mich. Ich habe dich für mich zurückgelegt. Und daher sagt Rasulullah, sagt auch Ali, bist du nicht zufrieden, dass du mein Bruder in Dunya und Akhira bist? So, und da standen natürlich die Azhar und Muhajirin. Nicht nur einmal, zweimal hat er das gemacht, Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Mu'ahad al-Kubra und Mu'ahad al-Sughra. Das heißt, die große Brüderschaft und die kleine Brüderschaft. Aber damals war die Ablehnung dort Allergie. Irgendwelche Allergie befindet sich in ihren Herzen. Vielleicht haben sie so viel Haram gefressen, vielleicht sind sie Haram-Erzeugnisse, dass sie das nicht schaffen konnten, mit Ali a.s. oder Ali a.s. als Person zu akzeptieren. Und heute, wenn wir jetzt anfangen, über Ali a.s. zu reden, kommt immer dieser Hass raus. Rafidi, Majusi, was weiß ich, die fangen an, uns einfach zu beleidigen, ohne Grund. Ohne Grund. Nur, wenn du von Liebe, also früher haben wir nie geredet, sunnisch, ja. Früher haben wir nur Ahl-Bait a.s. Liebe erwähnt. Nur die Liebe, die Tapferkeit von Imam Ali a.s. erwähnt und die sind aufgestanden, als ob sie wirklich einen Krieg gegen uns erklären wollen. Deswegen ich sage, die Imama von Ali salamullah alayhi ist eine Eigenschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm geschenkt hat, gegeben hat, weil er das verdient hat natürlich. Er ist in der Lage gewesen zu führen, er ist in der Lage gewesen Imam zu werden, bevor er erschaffen wurde. Bevor er erschaffen wurde, Allah subhanahu wa ta'ala wusste, der ist der Imam und der ist der Imam. Er hat das für uns ausgesucht und wir lehnen ihn ab. Deswegen, warum? Das hat nur einen Grund. So dass man nicht reif selig geworden ist, also nicht reif selig geworden ist, um Ali a.s. zu akzeptieren. Ali zu akzeptieren ist es nicht leicht. Ich sage, also die Imame von Ahl-Bayt a.s. zu akzeptieren ist es nicht leicht. Aber wer das schafft, wirklich in dieser Welt hineinzugehen, der sieht sein Paradies schon von dem ersten Schritt, den er begibt. Im ersten Schritt, dass er ins Paradies geht, sieht er das. Das ist die Imama von Ahl-Bayt alayhi salam. Und der, guck mal, also der Mensch für sich sucht immer einen Besseren. Der Mensch für sich, von Natur her, er sucht immer ein Idealbild, er sucht immer ein Vorsteher, Vorbild, ein Vorsteher, ein irgendein ideales Bild, so dass er immer hinter diesem Mensch geht. Deswegen, sie wählen einen Präsidenten, wählen einen Herrscher, einen König, ne, damit er die Menschen führt. Der Mensch braucht das für sich. Ob das körperlich oder geistig. Man braucht immer einer, der das macht. Wenn man niemanden vor sich hat, schafft man sich was an. Und das haben sie damals gemacht, indem sie Götzen angeschafft haben. Haben sie Götzen gemacht und vor die Götzen sich niedergebeugt.
So, das heißt, der Mensch von Natur sucht immer einen Vorbild oder ein Vorsteher oder ein Vorsetzer, ein Vorgesetzte, der sie führt. Das ist die Natur des Menschen. Jetzt Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er uns einen Imam aussucht, dieser Imam muss besser als wir sein. Er muss besser. Sonst hat das keinen Sinn. Wenn ich dich führe und wir sind beide gleich, du sagst, ich kann alleine gehen, weil du gehst genau wie ich. Wenn ich dich führe und ich bin wie du, brauchst du normalerweise die Führung nicht. Wofür? Das ist überflüssig. Der Führer, der Imam, der muss besser als die Geführten sein. Daher sind die fehlerhaften Sahabe, sind nicht in der Lage zu führen gewesen.